Hallo und willkommen zurück hier bei Subnautica Below Zero. Ja, wir sind wieder bei einem weiteren Guide, heute ein ganz wichtiger, und zwar geht es um das Kreislauftauchgerät, das wir heute suchen wollen. Ich starte heute mal hier am, ja, ich sag mal, Startpunkt tatsächlich, wo wir das Spiel begonnen haben hier und ins Wasser springen konnten. Ich habe hier meine kleine Boje hingestellt, habe die Zero genannt. Ihr seht auch hier leider gerade verschwindend diese Klippe. Zur Orientierung, bei mir ist hier die Rettungskapsel und da hinten die Station Delta, die ja relativ zu Beginn des Spiels auch bei euch da hinten erscheinen sollte. Und wir begeben uns jetzt ungefähr 500 Meter von hier in Richtung Süd-Südwest. Also das ist ungefähr die grobe Richtung. Und ja, schwimmen jetzt hier einfach mal los. Ihr seht da hinten die Boje zur Orientierung. Ich kann euch aber auch nur raten, nicht immer nur nach den Richtungen zu gehen. Auch wie gesagt, dieser Lifeboat oder die Rettungskapsel hier wird für euch vielleicht ganz woanders stehen, da hinten. Sondern orientiert euch auch einfach an, ja, an Landmarks. Und hier, ihr seht jetzt, hier geht es schon in das neue Biom mit den Korallenbrücken, dort sind die Schlingpflanzen. All das hilft euch so ein bisschen bei der Orientierung, wo ihr euch grob befindet. Je eher ihr euch da einigermaßen zurechtfindet, desto schneller kommt ihr auch klar, wo was ist zu finden und müsst nicht alles mit Bojen markieren oder so andere Dinge irgendwo hinterlassen, damit ihr euch zurechtfindet. Ja, ihr seht, wir sind jetzt grob 400 Meter weg und dann kommen wir hier schon an dieses Plateau und dahinter seht ihr diesen schönen Bogen der Korallenbrücke und hier wollen wir uns jetzt einfach mal runterstürzen. Wir müssen so auf 100, 160 schätze ich mal, 170 Meter runter. Dive hier einfach straight down und wir suchen so eine kleine Plattform, da ist sie auch schon. Und da sollte eine kleine Datenbox auf uns warten. Wir kriegen jetzt hier schon die Warnung, unter 100 Meter ist die Sauerstoffeffizienz nicht mehr so gut. Und genau aus diesem Grund wollen wir hier das Kreislauftauchgerät. Denn das wird genau dabei helfen. Zack, da ist es. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier nicht ertrinken, weil wie gesagt, noch haben wir es nicht gebaut. Jetzt habe ich es vielleicht an der falschen Stelle. Ne, passt. Das Ding ist echt praktisch und schon sind wir an der Oberfläche. Und ihr seht, ja, 520 Meter. Mann, oh Mann, ich versuche hier einen Guide zu machen. 520 Meter grob in Richtung Süd-Südwest. An dieser Stelle in den Abgrund, 160, 170 Meter Tiefe. Und dann solltet ihr schon das Tauchgerät haben. Da ist es. Und ja, Kabelsatz, Fasergewebe und Silikongummi, das ist machbar. Ihr braucht leider zwei Silber für den Kabelsatz. Die sind am Anfang nicht leicht zu finden. Ich empfehle euch dafür etwas tiefer in die Höhlen, um die Schlingpflanzen hier zu tauchen. Da gibt es doch hin und wieder einiges an Silber zu finden. Ja, wenn euch der Guide geholfen hat, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Kreislauftauchgerät. Lasst ein Like da. Abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Guide hier bei Subnautica Below Zero. Bis dahin und tschüss.